Jetzt sehen wir Issa, Controller-Spieler, der Beste, gegen Akwexo. Akwexo, der Junge, der war schon sechsmal im Halbfinale. Der nimmt immer Preis. Der hat, glaube ich, in meinen Turnieren die meisten Preisgelder gewonnen, weil der Typ immer im Halbfinale ausscheidet. Immer Halbfinale. Hier 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, heute Halbfinale 600 Euro, immer Preisgelder. Noch nie Platz 1. Okay, allererste Runde im zweiten Halbfinale. Der Gewinner von den beiden, Akwexo gegen Issa, wird im Finale stehen. Also, Akwexo mit dem Flugzeug, Gegner ist ultra low, springt raus. Das ist der... Oh, das war ein anderer? Ah, da ist er. 2 easy Kills. Muss ich nur finishen. Keine Falle. Ja, das waren solide One-Shots. Solide One-Shots. Schön. Mit der neuen Pumpgun. Die ist echt perfekt für die Schuss im Solo vs. Squad. Da kannst du halt mit einem guten Schuss jeden löschen. Oh, da schießt doch jemand auf ihn. Da ist noch einer. Geht weiter, der Fight. Oh, was schießt denn der da? Der total nach links geschossen, der Gegner. War links hinter Akwexo noch einer oder ist er einfach nur lost? Was macht der da? Digga. Oh, Fight geht los. Oh, da war auch schon wieder einer down. Gefinished, zweiter Kill. Geht das in ihn drin? Die Shot geht daneben. Oh, Alter, wie schnell dieser Instant-Emote kommt. Zum Disrespect ein bisschen. Muss ja natürlich auch sein. Ah, baut eine Wand vor im Nahkampf. Ey, so einen Gegner sollte man... Digga, so einen Gegner sollte man verprügeln. Akwexo 4 Kills, Issa 4 Kills. Hä, was ist denn da los? Ah, lol, Issa ist da. Jetzt hier nicht gegenseitig runterschießen und behindern, ne? Ganz wichtig. Oh, Killsteals darf... Man darf Kills stealen, aber nicht behindern. Leute, macht jetzt keinen Scheiß. Ihr macht so oft Scheiß. Okay, haben beide einen Kill bekommen. 5-5, ne? Ja. Wie viel steht's? Steht 5-5. Ja, Akwexo jetzt relativ offensiv, aber er braucht die Kills. Aber das, wenn da so ein ganzer Squad auf dem Berg ist, direkt Highground, könnten ihn hier komplett runterschießen. Issa hat den nächsten Kill, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Ich habe hier kein gutes Gefühl bei Akwexo. Das sind starke Gegner. Sehr viel Fallschaden, 32 AP nur noch. Hier kommt jetzt ein Flugzeug. Es kam einfach ein Flugzeug. Akwexo down. Digga, zwei Squads. 8 Spieler jetzt auf Akwexo. Ah. Okay. Leute. Issa gegen Akwexo. Falls ihr gerade eingeschaltet habt, ich sag's euch nochmal. Akwexo schafft es immer ins Halbfinale. Der nimmt immer Preisgelder mit. Hervorragender Spieler. Hat mehrmals bewiesen, wie stark er ist. Akwexo müsste jetzt beide Kill-Duell-Runden gewinnen. Solo vs. Squad. Kill-Rekord liegt bei 26 Kills bei Savage. Das kann keiner mehr knacken. Oh, nice. Was ist halt er denn? Akwexo. Das ist der erste Kill. Awesome, Junge. Oh, da geht wieder was rein. Hey, der spürt gerade irgendwie die Scope da. Er. Ey, der spürt die. Ich kann mich mal hinter einem Baum verstecken. 2 Kills. Gar nicht so gut. Kommt noch einer dazu. Er hat noch keine Shotgun. Er hat keine Shotgun. Oh mein Gott, er hat ihn. Ich glaube, er hat keine Metz. Ich glaube, er hat keine Metz. Alter, ist das spannend. Ich sah den nächsten währenddessen. Hol dir die Metz, hol dir die Metz, Junge. Oh mein Gott. Warum macht er das so spannend? Issa hat mittlerweile 4. Oh mein Gott. Das ist es, Issa ist im Finale. Da kommt irgend so ein Ballon-Dude und sniped ihn weg. Ey, wie sehr ärgert sich Akwexo, ich fass es nicht. Der Junge holt sich jedes Mal die Preisgelder und schafft es nie zu gewinnen. Okay. Wir befinden uns im großen Finale. Die Games davor, ganz krass. Die Halbfinal-Games hier. Aqua gegen Milan. Ganz verrückt. Issa, wie er gerade am Ende noch performt hat. Selten jemanden gesehen, der so ready fürs Finale ist. Milan gegen Issa. Und der Gewinner bekommt 2000 Euro. Kill-Rekord, 400 Euro, ist bei Savage mit 26 Kills. Wird, glaube ich, keiner überbieten. Play des Turniers ist bisher entweder bei Issa oder bei Rumatra, das werden wir noch
abstimmen. Ganz verrückt. Okay, das große Finale beginnt. Das wird jetzt hier kein Best of Three, also wer zuerst 2 Punkte hat, gewinnt, sondern ein Best of Five. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Milan gegen Isa. Mein Favorit bis hierhin ist Isa. Was wir jetzt gerade von ihm im Halbfinale gesehen haben. Wenn der erstmal eine Shotgun und einen Deagle hat, dann zerreißt der alles. Dann macht der einen Squad komplett lang, auch wenn es ein Pro-Squad ist. Der macht den Ballon weg, Junge. Okay, weggeschossen. Jetzt wollen wir auch was sehen. Ach, die Waffen sind halt grausam. Eben war bei Isa alles Gold. Oh, lol. Gegner ist verschwitzt. Hinter ihn. Oh, es ist close. Was ist das für ein Squad, Mann? Kleiner Edit-Fehler. Er ist down, Alter. Er ist down. Okay. 1:0 für Milan. Okay, nächstes Game. Nächstes Game. Isa gegen Milan. So, Milan hat den ersten gedownt. Ist in Retail Row. Kein Schild. Waffen sind. Na, Sturmgewehr ist Katastrophe. 1:0 liegt da vorne. Oh Gott. 15 HP. Oh mein Gott, sehen die ihn? Schafft er das, Medi durchzucasten? Oh Gott, da geht er direkt. Er hat noch keinen gefinisht, ne? Oh mein Gott! Hat er keine Metz? Doch, er hat keine Metz. Kann jetzt machen, das war's. Oh, er wusste, dass er von da kommt, aber er wird trotzdem gekillt, Mann! Milan 0. Isa 0. Isa liebt länger. 1:1. Ey, wir sind in der zweiten Runde im Finale und die ist dann entschieden und wir hatten noch keinen Kill. Die Squads an sich sind auch krasser geworden. Alter, guck dir das mal an, allein. Also, Solo gegen Squad wird immer schwerer. Wenn sich die Spieler so schnell verbessern weiterhin, Digga, dann können wir in Season 10 diese Turniere Solo gegen Squad vergessen. So, drittes Game im Finale. Bisher haben wir noch keine Kills gesehen. Obwohl wir 2 Games hatten. Es steht 1:1. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Da muss noch mal was kommen. Ja, nach so 2 miserablen, unspektakulären Games kommt, glaube ich, noch gleich das ein oder andere Krasse. Falls ihr das auf YouTube sehen solltet, juckt euch ja nicht. Ihr seht ja sowieso nur die Highlights. Schöner Headshot. Alter, Isa, jetzt hol den einfach. Oh Gott. Ja, nice, gut. Oh mein Gott. Digga, ich. Habt ihr die Halbfinalrunden gesehen von Isa? Habt ihr gesehen, was der im Halbfinale gemacht hat? Der hat die Squads gedemütigt, als gäbe es kein Morgen. 3 Runden, keine Kills. So, Milan jetzt noch. Nee, Isa hat einen Kill. Isa hat einen Kill. Milan braucht einen Kill, um 2:1 vorne zu liegen, ansonsten. Aber er kommt im Early Game halt nicht rein. Der kriegt doch nicht mal ein Sturmgewehr hin und ist vorher tot. Mein Gott, was war das? Was ist das denn? Oh mein Gott! Ey, kann mir jemand mal das Finale erklären? Isa holt sich den Punkt mit einem Kill? 2:1 für Isa. Wir haben 3 Games im Finale absolviert und haben bisher insgesamt einen Kill gesehen. Das Finale geht in die Geschichte ein. Wir werden noch in 3 Jahren sagen, wisst ihr noch damals das Finale Isa gegen Milan? Der locker gewinnt Isa jetzt. Locker stirbt Milan mit 0 Kills. Isa hat 0 Kills. Isa gewinnt das Finale, 2000 Euro. Ist fertig dann. Das gesamte Finale Best of 5 mit einem Kill gewonnen. Das ist Matchball für Isa mit einem Kill. Milan hat bis jetzt im Finale in 3 Runden keinen Kill gemacht. Keine Ahnung, was hier heute abgeht. Es ist nicht in Worte zu fassen. 3 Games sind durch. Bisher haben wir einen Kill gesehen. Isa liegt jetzt 2:1 vorn. Wenn Isa diese Runde gewinnt, gewinnt er 2000 Euro und hat bisher erst einen Kill gemacht im Finale. Ja, irgendwas ist hier, ist ja so gewaltig, der Wurm drin. Es war noch nie so doll der Wurm drin. Habt ihr das Halbfinale gesehen, bitte? Ey, wenn der jetzt stirbt. Alter, der. Digga, wenn Milan jetzt gehackt werden würde, dann hätte Isa das Finale gewonnen.
Digga, was ist denn hier los? Stell dir vor, der hätte ihn gehackt. Ey, mir ist das Herz stehen geblieben. Isa an der Loot Lake Fabrik. 0 Kills. Milan liegt 1-0 vorn. Wenn Isa jetzt hier einfach diese Runde gewinnt, dieses Kill-Duell, gewinnt er 2000 Euro. Oh. Was für ein Scheißblumen. Ey, alle Schüsse gegen links und rechts und keiner trifft. Oh mein Gott, er hat ihn. Zwei sind gedownt, aber noch keiner ist gefinished. Zwei sind gedownt, keiner ist gefinished. Waffen sind grottenschlecht. Da geht gut was rein. Den hat er. Dritter. Finish die Leute. 2-1 für Isa. Also das Turnier, was wir hier bisher hatten. Die 2 HP, die Snipes, die... Bisher war es ein absolut krasses Turnier. Aber das Finale ist auf jeden Fall noch ganz doll was zu wünschen übrig. Wenn Milan jetzt stirbt, hat er verloren. Oh, ist das spannend. Das gibt's. Wenn er jetzt stirbt, hat er verloren. Das ist gut. Das ist einer. Ja, Stinkgranaten. Ist nice. Nee, nicht in den Baum. Milan, komm. Will ich auf den Boden finishen. Easy finish. Sehr schön. 3-2 jetzt. Was zur Hölle? Die ist ihm aus der Hand gefallen? Flugzeug. Ja, ist gut. Oh mein Gott. Milan liegt 3-2. Wenn er jetzt stirbt, dann war's das. Dann ist er raus. Fallschaden 59 HP. Oh mein Gott. Das war's. Das war das ganze Finale. 3-1 für Isa. Damit gewinnt Isa 2000 Euro. Das Finale ging 10 Minuten. Es waren wirklich unglaublich starke Spieler unterwegs. Ein bisschen krank. Also auch um die Uhrzeit auf dem europäischen Server um 22 Uhr. Da geht gar nichts mehr. Nichtsdestotrotz gewinnt Milan 1000 Euro. Auf Platz 2 kriege ich trotzdem 1000 Euro. Isa gewinnt 2. Okay, wir sind durch. Ich bin sprachlos, was das jetzt hier für Finale war. Schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Meine Idee wäre, nicht 17 Uhr zu starten, dass wir dann das Finale 22.30 Uhr haben, wo es mega verschwitzt ist. Dass wir das komplett tagsüber machen, wenn die Pros Zeit haben. Ich meine, es geht um viel Geld, da könnten sie sich auch die Zeit nehmen. Und dass wir zusätzlich einen Delay machen. Waren das jetzt einfach nur krasse Spieler? Waren es Stream-Sniper? Man weiß es nicht. Isa gewinnt das Ganze. 2000 Euro. Milan 1000 Euro, Aqua 600 Euro, Aquexo 600 Euro, Killrekord des Turniers 26 Kills von Savage 400 Euro und Play des Turniers müssen wir gerade nochmal abstimmen. So, wer hat den Play des Turniers? 55% sind für Rumatra, 46% für Isa. Gut, Isa ist auch schon Platz 1, da soll sich über die 2000 nicht beschweren. Damit bekommt Rumatra dann noch einmal 400 Euro für den Play des Turniers. Ja, insgesamt ein ultra krasses Turnier. Insgesamt, auch wenn das Finale jetzt einfach super merkwürdig war.